Wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer es mit 40 immer noch ist, hat keinen Verstand. Das sagte Winston Churchill. Der Mann, der heute bei mir zu Gast ist, ist über 40 und er verteidigt die Idee des Sozialismus. Er hat aber definitiv auch eine Menge Verstand. Bei mir sitzt nämlich heute Axel Honneth, einer der wichtigsten Philosophen Deutschlands. Er leitet das legendäre Institut für Sozialforschung in Frankfurt, an dem Horkheimer und Adorno und später auch Habermas Philosophiegeschichte schrieben. Axel Honneth meint, wir sollten der Sache des Sozialismus nochmals eine Chance geben. Ich bin gespannt, wie weit wir heute damit kommen. Herzlich willkommen, Axel Honneth. Hallo. Hallo, Frau Bleich. Ja, Axel Honneth, Sie verteidigen in Ihrem neuesten Buch die Idee des Sozialismus, eine totgesagte Idee. Sind Sie stur oder mutig? Ach, das will ich gar nicht so beurteilen. Irgendwo steckt da auch sicherlich ein Stück Sturheit drin. Ja. Auch der Versuch, mir klar zu werden, warum ich immer wie selbstverständlich, wenn man mich gefragt hätte, welche politischen Überzeugungen ich eigentlich habe. Ich glaube, seit 40 Jahren, seitdem ich irgendwie überhaupt politisch erwachsen geworden bin, mit 20, gesagt hätte, ich bin Sozialist, ohne dass ich mir große Gedanken darüber gemacht hätte, wie ich den Begriff nun fülle. Das heißt, dieser Begriff oder diese Selbstbezeichnung hat die ganzen Auf- und Abs der letzten politischen Jahrzehnte überstanden. Und an irgendeiner Stelle seines Lebens kommt man dann in das Alter, sich zu fragen, was meinst du eigentlich damit? Das war sicherlich einer der Anlässe, eher so ein biografischer Anlass, sich das Buch so zurechtzulegen. Ein anderer bestand darin, darüber rede ich dann ja auch in der Einleitung, dass man sich klar machen muss, diese Idee des Sozialismus hat, ich würde mal sagen, 150 Jahre lang die Herzen großer Mengen von Menschen bewegt, ja, großer Bevölkerungsteile bewegt. Und jetzt soll er plötzlich verschwunden sein. Ich weiß nicht genau seit wann. Wahrscheinlich würde man so im Rückblick heute sagen, oder Intellektuelle würden sagen, oder Journalisten würden sagen, seit 1989. Fall der Mauer. Ja, Fall der Mauer. Und ich finde, dass wir die Idee zu schnell verabschieden, wenn wir so damit umgehen. Ja. Schauen wir mal, ob wir sie wieder aus der Taufe heben können. Nun ist es ja so, dass die Idee nicht nur realpolitisch nicht wirklich funktioniert hat, sondern sie hat auch zu ganz grausamen Regimen geführt. Also denken wir an Mao in China, denken wir an den Gulag. Müsste man nicht auch sagen, die Idee ist einfach an sich zu gefährlich? Na gut, was ich versuche in dem Buch, ist mir klarzumachen, warum eine Idee, die in den Anfängen, denke ich, noch nicht gefährlich war, warum sie dann im Laufe ihrer Verwirklichung tatsächlich auch solche politischen, antidemokratischen Exzesse hat hervorrufen können. Das muss man sich klar machen. Ich glaube, wenn man heute irgendwie den Versuch unternehmen möchte, die Idee des Sozialismus noch einmal irgendwie zu retten, dann sollte man sich um die Frage nicht drücken, auch wenn ich die nicht so direkt anspreche. Ja, das steht uns natürlich allen vor Augen und sicherlich gerade denen, die heute mit dem Sozialismus gar nichts mehr anzufangen wissen, dass in seinem Namen auch diese Verbrechen an der Menschheit begangen wurden. Ja. Also kann man, ich will nur sagen, das muss man mit bedenken und man muss irgendwie sich über die Ursachen möglicherweise auch in dem Konzept selber Rechenschaft ablegen. Das ist richtig. Also Sie sagen, man muss schon sich Rechenschaft ablegen. Sie würden also nicht so weit gehen wie der britische Literaturwissenschaftler Terry Eagleton, der ein Marxist ist und der sagt, wenn man Marx für Mao verantwortlich macht, dann ist das dasselbe, wie wenn man Jesus für die Inquisition verantwortlich macht? Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, man muss schon auch sich sehr ernsthaft die Frage vorlegen, ob es etwa im Marx'schen Werk Wurzeln gibt oder Anhaltspunkte gibt, die die nachträgliche Verfremdung der Idee und den politischen Missbrauch der Idee mit haben verursachen können. Also, das ist eine schwierige Frage. Ja, die Grundidee, wie ich sie herauszuarbeiten versuche, ist sicherlich noch
bar jeder solchen Möglichkeiten der politischen Zweckentfremdung. Aber wie die Idee eingehüllt wird, in welche Denksysteme, in welche Vorstellungswelten sie schon damals, auch zu Marxens Zeiten, eingehüllt wurde, das gibt eher Anlass, denke ich, zum Nachdenken und auch zur Überprüfung der Frage, ob nicht vielleicht die Wurzeln auch der Zweckentfremdung dort zu suchen sind, in der früheren Zeit zu suchen sind. Also ich bin nicht ganz der Meinung von Igel. Wenn wir den Anlass des Buches uns anschauen, dann schreiben Sie in diesem Buch, dass Sie eigentlich motiviert waren, dem Sozialismus noch mal auf die Schliche zu kommen, als Sie sozusagen festgestellt haben, dass unsere Gesellschaft von einem tiefen Zwiespalt zerrissen wird. Auf der einen Seite gibt es eine breit geteilte Unzufriedenheit mit den sozioökonomischen Zuständen in unserer Welt. Viele sind unglücklich darüber, wie das Kapital beispielsweise verteilt ist, wie ungerecht die Welt ist. Und auf der anderen Seite sagen Sie, dieser Unmut ist seltsam richtungslos. Richtig. Das halte ich auch weiterhin für eine richtige Diagnose. Die besagt noch nicht allzu viel. Ja. Sie besagt nur, dass sagen wir mal, seit dem Beginn all dessen, was man so die neoliberalen Entgrenzungen des Kapitalismus nennt. Ja. Also 1980er Jahre. 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre. Mit all den Erscheinungen, die das hervorgebracht hat und die ja weiterhin ein bisschen überraschend sind, wenn man sich die Zeiten davor anguckt, in denen der Kapitalismus irgendwie auf dem Weg der Einhegung und der Versozialstaatlichung schien. Ja. Haben wir ja seither Phänomene, die erstaunlich sind und die, glaube ich, und denke ich mir schon, viele Menschen empören. Ja? Das fängt ja an bei diesen Gehältern für Manager, deren Höhe wir uns deswegen nicht merken können, weil sie so absurd ist. Ja? Bis hin zur Deregulierung des Arbeitsmarktes, zur Erlaubnis von Finanzspekulationen, für die dem Nichtökonomen auch nur das Verständnis fehlt. Ja. Das sind neue Erscheinungen, muss man sich klar machen. Das gab es vorher in dem Maße nicht. Zum Beispiel diese Finanzpakete, diese Finanzspekulation gab es nicht. Und die Empörung darüber, da bin ich mir sicher, hat zugenommen. Es gibt mehr und mehr Menschen, denke ich, die sich fragen, ob das die richtige Form, die richtige Wirtschaftsform ist. Ja. Und auf der anderen Seite aber, denke ich, hat man, ich auch, eigentlich keine konkrete Vorstellung einer Alternative. Die Vorstellungen, die es über Alternativen gab, sind verbraucht, ja, haben sich blamiert. Ja. Die Planwirtschaft, zentralisierte Planwirtschaft, wissen wir alle, funktioniert nicht, ja, bei komplexen Ökonomien, wie wir sie haben. Auch die anderen Ideen scheinen alle, die es da vielleicht gibt, scheinen alle viel zu kleinteilig, zu utopistisch. Genau, man hat so Ideen wie bedingungsloses Grundeinkommen oder Nullwachstum. Ja, aber alle diese Ideen hat man auch ein bisschen den Eindruck oft, man versteht eigentlich gar nicht so recht, wie das sozusagen das Pflaster sein soll für die Wunde, auf die man es hat. Ja, ist vollkommen richtig. Ja. Und das sind vielleicht Bausteine, also bedingungsloses Grundeinkommen ist ja eine attraktive Idee, über die man auch länger sich unterhalten könnte. Aber so die Vision einer Alternative fehlt. Und das ist, glaube ich, der Grund, dass dieses Unbehagen auf der einen Seite sich kaum in einem Protest äußert. Ja. Es gab natürlich die Occupy-Bewegung, die aber alles in allem auch nicht sehr erfolgreich war, muss man sagen, ja, und schon wieder eher im Verschwinden begriffen ist. Also ist dieses Unbehagen richtungslos, artikulationslos und bleibt insofern ohne politische Repräsentanz. Mhm. Ja. War das je anders? Mit Sicherheit, ja. Ich meine, man muss sich klar machen, dass die Arbeiterbewegung eine Massenbewegung war. Ja. Das nimmt natürlich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr exakt dieselben großen Formen an wie in der Weimarer Republik etwa, ob nun in England, Frankreich. Die Arbeiterbewegung war eine Massenbewegung, die die Gemüter auch der konservativen Intellektuellen ununterbrochen beschäftigt hat. Mhm. Ja. Und insofern war es anders. Man hatte da Vorstellungen, utopische Vorstellungen, sich sicherlich klassenloser Gesellschaft, einer ganz anderen Ökonomie. Das fand noch die Unterstützung von großen Teilen der Arbeiterschaft. Also es war anders, ja, ich denke schon. Mhm.
Jetzt bevor wir sozusagen über die Therapie dieser Schwierigkeiten sprechen, die Sie eben, von denen Sie denken, man könnte vielleicht in der Idee des Sozialismus etwas finden, was als Therapeutikum dienen könnte, sprechen wir doch nochmals kurz über die, sagen wir mal, Krankheiten unserer Zeit. Ja. Sie haben schon angetönt, diese Unzufriedenheit, die eben aber auch so ein bisschen unklar ist, was ist das Sammelbecken dessen, was zu Unzufriedenheit führt. Was würden Sie denn sagen, was sind wirklich die einzelnen Bausteine der Problematik gegenwärtig? Da gibt es sicherlich vieles, aber der Kern liegt wahrscheinlich in einem vollkommen entgrenzten Markt, der in andere Lebensbereiche in stärkerem Maße eindringt als wahrscheinlich in den 30, 40 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, die Ökonomisierung weiter Bereiche unseres sozialen Lebens, die krassen Ungleichheiten, die durch den Markt, wie er im Augenblick reguliert ist oder dereguliert ist, hervorgebracht werden, ja, die obszöne Ausmaße annehmen. Das weiß man eigentlich viel genauer noch seit diesem erfolgreichen Buch von Piketty. Überhaupt hat man das Gefühl, da ist etwas uns, den Bürgerinnen und Bürgern, vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Wir haben keinen Zugriff mehr auf dieses ökonomische System. Selbst die politische Regierung scheint abhängig zu sein vom Diktat der großen Banken. Und man könnte jetzt natürlich im Einzelnen die ganzen Phänomene durchgehen. Ja? Wie gesagt, das fängt an, glaube ich, bei der zunehmenden Verarmung öffentlicher Güter. Man muss nur durch unsere Großstädte gehen. Ich vergleiche das immer, als ich 20 war und im Ruhrgebiet groß geworden bin, gab es florierende Badeanstalten. Mhm. Ja? Und zwar in jedem Stadtteil eine, die gut im Schuss waren und die von uns Jugendlichen auch massiv genutzt wurden. Heute sind Schwimmbäder entweder marode oder sind privatisiert worden und deswegen wesentlich teurer geworden als zur damaligen Zeit. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Denken Sie an, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, in Deutschland. Ich wollte gerade sagen, so. Ich glaube, das Problem mit den Schwimmbädern war mir nicht bewusst, aber zum Beispiel Wohnungsmarkt ist Wohnungsmarkt natürlich ein gutes Beispiel. Ist ein Riesenproblem. Gentrifizierung von Quartieren, natürlich, wenn man den Eindruck hat, man kann da nicht mehr leben, wenn man Nein. Und eines der ganz großen Probleme der westdeutschen Großstädte, der deutschen Großstädte ist, dass Wohnraum für auch nur mittelständische Familien mit mittlerem Einkommen kaum mehr im angemessenen Ausmaß zur Verfügung steht. Erschwinglicher Wohnraum. Man kann das nur vergleichen immer mit Wien, wo der Wohnungsmarkt sozial und politisch wesentlich stärker kontrolliert ist und die Schwierigkeiten viel geringer sind. Das stammt aus einer Zeit im Übrigen, als der Sozialismus noch eine lebendige Idee war und kein Skandal, wie er heute manchmal zu sein scheint. Ja? Mhm. Damals hat der Wiener Wohnungsbau ganz fortschrittlich daran gearbeitet, guten, soliden Wohnraum für die Masse der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Das hat sich erhalten. Und wenn man das vergleicht mit Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, ist der Kontrast augenöffnend. Mhm. Ja? Jetzt, wenn ich mir noch einmal vor Augen führe, was Sie am Anfang gesagt haben, haben Sie gesagt, es geht um diese Durchökonomisierung aller Lebensbereiche. Das ist ja etwas, was man immer wieder diskutiert. Sie nennen in Ihrem Buch auch einen Verweis auf Eva Illus, die Soziologin, die betont, wie beispielsweise auch die Liebesbeziehungen von der Ökonomie ergriffen werden. Wir scannen unsere Partner dauernd auf die Frage hin, ob es vielleicht noch jemand Besseren gäbe. Und mit Tinder können wir die perfekte Person in unserer Umgebung finden, um uns zu treffen. Das stimmt wahrscheinlich alles. Ich habe immer das Gefühl, viele Leute beschäftigt das vielleicht gar nicht so sehr, sondern das ist so eine Meta-Ebene. Philosophen, Soziologen sprechen darüber. Sondern etwas, was ich glaube, was viele Leute auch beschäftigt, ist diese Frage, leben wir nicht über quasi unseren Ressourcen? Ist es nicht so, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Welten bräuchten, um in Zukunft überhaupt noch existieren zu können? Also Stichwort Klimawandel, der ganze Verbrauch der Ressourcen. Ist das etwas, was Sie auch beschäftigt in diesem Zusammenhang? Natürlich, das gehört wahrscheinlich dazu. Lassen Sie mich noch einen Schritt mal eben zurückgehen. Ich will dieses Bild der Ökonomisierung aller Lebensbereiche gar nicht übertreiben. Ich bin da auch skeptischer als Eva Illus zum Beispiel. Ja? Ja. Ich glaube, es gibt Sphären, die weiterhin robust genug sind und die auch in unser aller Augen schützenswert sind und in die wir
und in die hineinzulassen, ökonomische Prinzipien und Maßstäbe, Erfolgsgesichtspunkte, wir sehr vorsichtig sind. Ich bin da ein bisschen optimistischer. Ich habe im Wesentlichen vor Augen die öffentlichen Güter, Schulen, Krankenhäuser, die zunehmend, Universitäten auch, unter einem ökonomischen Erfolgsdruck geraten, der ihnen nicht gut tut und ihrer ursprünglichen Funktion, glaube ich, sehr massiv widersprechen. Das ist der Kernbereich, in dem ich diese Ökonomisierung voranschreiten sehe. Ein anderer Ausdruck davon, der aber gewissermaßen eher mit dem kapitalistischen Industrialismus als solchem zu tun hat und vielleicht gar nicht so sehr mit diesen neoliberalen Entgrenzungen der letzten Jahrzehnte, ist das Wachstumsimperativ, ja? Der uns dazu anhält, immer exzessiver zu produzieren und eigentlich Maßnahmen der Einsparung nur schwer ertragen zu können. Das ist ein Problem, was sich möglicherweise viel weniger durch Regulierung, natürlich auch durch Regulierung, lösen lässt, aber vielleicht am Ende auch durch so etwas wie kulturelles Lernen und Umorientieren. Ja? Da müssen wir ganz andere Formen des Wirtschaftens erst wieder erlernen. Axel Honneth, Sie leben die Hälfte Ihrer Zeit in New York, wo Sie auch eine Professur haben an der Columbia University. Und man kann ja sagen, New York ist vielleicht so eines der Epizentren des Kapitalismus mit der Wall Street. Ist es so, dass Sie in New York anders über den Sozialismus nachzudenken begonnen haben wie vorher? Sagen wir mal so, in New York darüber nachzudenken, ist schwieriger als in Frankfurt. Nicht, weil diese Städte sich die Sichtbarkeit von Finanzeinrichtungen und Banken anbelangt, so massiv unterscheiden. Da ist Frankfurt relativ nah an New York, würde ich mal sagen, und anders wiederum als vielleicht andere Großstädte. Sondern weil in den USA ja interessanterweise die Idee des Sozialismus nie richtig Fuß gefasst hat. Einer der großen Unterschiede hat schon Max Weber beobachtet und große andere Soziologen und Historiker. Der Sozialismus ist eigentlich eine europäische Idee. Und aus Gründen, über die man lange reden müsste, hat sie in den USA nie Fuß gefasst, hat die Massen nicht in demselben Maße erregt und begeistert wie in den verschiedenen Ländern Europas. Deswegen ist es in den USA anders. Ja? Sind Sie da ein Exot? Naja, es gibt jetzt bei den Demokraten Leute, auch Präsidentschaftskandidaten, die sich als Sozialisten bezeichnen. Und auch Bernie Sanders ist einer dieser Repräsentanten. Aber die Idee ist, sagen wir mal so, die ist nicht wirklich eingesickert in die Kultur. Das ist anders als hier. Ja? Hier weiß jeder, was Sozialismus irgendwie, ob nun schlecht oder gut, bedeuten soll. Das hat eine Riesentradition, es hat Bewegungen gegeben, massive, große Bewegungen. In den USA gab es eine kleine kommunistische Partei, die schnell verfolgt wurde in den Zeiten McCarthys. Aber es ist nicht so, dass es eine Massenbewegung je gewesen wäre. Und das macht einen großen Unterschied. Sprechen wir über Ihre Idee. Bevor ich aber loslege, muss ich Sie unbedingt noch etwas fragen, nämlich diese Widmung in diesem Buch. Hier steht: meinen Söhnen Johannes und Robert, die von Anfang an alles leichter gemacht haben. Jetzt möchte man natürlich wissen, was denn da leichter gemacht wurde. Da könnte ich lange, lange drüber reden. Und zunächst erwähnen, dass meine Söhne eher erstaunt waren über die Widmung, weil sie eher das Gefühl hatten, sie hätten alles schwerer gemacht. Und das ist vielleicht auch das Gefühl, was Kinder haben. Und es ist auch erläuterungsbedürftig. Ich habe, glaube ich, was ganz Einfaches gemeint. Ich denke, sobald man Vater oder Mutter ist, also Kinder hat, werden bestimmte essentielle Belastungen irgendwie weggefegt. Einfach durch die Aufmerksamkeit und das Glück, dass das Zusammensein mit Kindern bedeuten kann. Also es wird irgendwie leichter. Das war tatsächlich mein Eindruck von Anfang an. Ja? Das Leben wird leichter, weil man nicht mehr so mit sich selbst konfrontiert ist, so mit den eigenen essentiellen Unwägbarkeiten, Ängsten, Nöten, sondern man wird, man könnte auch sagen, dezentriert. Ja? Da ist, sind immer die Kinder, die etwas wollen, die etwas verdienen auch. Ja? Und ich glaube, die meisten würden sagen, aber das schränkt doch deine Freiheit ein. Ich würde gerade sagen, das erleichtert einem auch, es gibt einem eine Leichtigkeit im Leben,
die für mich eine neue Erfahrung war. Und ich glaube, das teilen viele. Man muss sich nur immer wieder erst klar machen, dass es so ist. Mhm. Ja? Das finde ich jetzt mal ein schönes Plädoyer. Mal jemand, der nicht über die Doppelbelastung schimpft. Nein, nein, das ist, ich hatte einen interessanten Streit mit Michael Walzer darüber. Der sagte, aber schau doch mal, irgendwie ist doch die Existenz von Kindern, überhaupt das Eingehen in eine Ehe, erstmal eine Einschränkung von Freiheit. Ich meine, meine Intuition war ja immer anders, ja, dass eher Erweiterungen von Freiheit sind und spezielle Formen von Freiheit darstellen. Und das irgendwie ein Vorurteil unserer Kultur ist, zu sagen, übrigens der männlichen Kultur auch sehr häufig, ja, in dem Augenblick, wo du dich bindest, geht dir deine Freiheit verloren. Ein klassisches Bild der Männerkultur, ja. Und das wird dann auch zelebriert durch Initiationsreden, ja. Morgen beginnst du die Ehe und damit endet deine Freiheit. Das halte ich für ein tiefsitzendes Missverständnis unserer Kultur. Ja? Weil man sich nicht hinreichend klar macht, dass man neue Freiheiten gewinnt. Man verliert vielleicht eine bestimmte Form der individualistischen Freiheit, aber man gewinnt ganz andere Freiheiten. Hm. Und so auch im Umgang mit Kindern, glaube ich. Jetzt haben Sie für mich diese Widmung so wunderbar ausgedeutscht, dass absolut klar wird, dass eigentlich die Widmung ins Zentrum dieses Buches steuert. Weil das Zentrum dieses Buches ist ja tatsächlich der Freiheitsbegriff. Richtig. Und zwar die sogenannte soziale Freiheit, die Sie da herausstreichen. Was ist soziale Freiheit, Herr Honneth? Ich habe es gerade schon berührt, ohne es eigentlich zu wollen und direkt anzusteuern. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie ich mir diese Ursprungsidee des Sozialismus zurechtzulegen versuche. Ja, man muss sich in die Situation des frühen oder der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts versetzen. Die frühen Sozialisten leben alle unter dem massiven, gravierenden Eindruck der Französischen Revolution und ihrer normativen Prinzipien. Ja. Die werden groß damit. Für die ist das eine Selbstverständlichkeit, dass eine neue Epoche der Gesellschaft begonnen hat, die unter den Direktiven von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit steht und machen schnell die Erfahrung, wie ja viele oder Massen von Betroffenen auch, dass die Versprechen, die damit geäußert werden, sich nicht wirklich verwirklichen im Laufe der ersten Jahrzehnte. Ich glaube, das ist die Geburtsstunde des Sozialismus. Und ich glaube, die Frühsozialisten, ein bisschen zu Marx und Marx selber, legen sich das, was sie dann erfahren, vor allen Dingen natürlich an den verarmten Arbeitermassen erfahren, so zurecht, dass sie sagen, dieses Dreierpaar von normativen Prinzipien lässt sich deswegen nicht wirklich versöhnen und realisieren, weil das, was unter Freiheit heute verstanden wird, heute, damals also, ja, im frühen 19. Jahrhundert, eigentlich nur privater Egoismus meint. Mhm. Das ist auch den Ausdruck, den Marx dann verwendet, auch den die Frühsozialisten interessanterweise genauso schon verwenden. Freiheit ist eigentlich das Gegeneinander, ja. Ich setze meine Freiheit gegen den anderen auf dem Markt durch. Und dadurch wird systematisch verhindert und ist undenkbar, dass Freiheit und Brüderlichkeit zusammengehen können. Und ich glaube, das ist irgendwie die Urerfahrung, sich zu fragen, ob es nicht auch Freiheiten gäbe, die nicht im Kontrast zur Brüderlichkeit stehen, weil sie eher ein Füreinander bedeuten. Mhm. Als ein Gegeneinander. Und da beginnt die Orientierung an einem anderen Freiheitsmodell, das auch dem Liberalismus eher entgegengesetzt ist, nämlich diese Idee der sozialen Freiheit. Und soziale Freiheit meint, dass man die Freiheit des einen zur Bedingung der eigenen Freiheit macht. Ja? Das heißt, dass man sich in einem Füreinander gemeinsam verwirklicht. Mhm. Das muss man sich ja erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie preisen den Sozialismus eigentlich an als eine Freiheitsbewegung. Richtig. Und also, ja, vielleicht verteidigen Sie das noch einmal, weil erst mal würde man ja denken, naja, der Sozialismus, da geht es halt darum, dass wir solidarisch sind, auch dann, wenn es weh tut. Da muss man halt mal seine Sachen dahergeben, man muss teilen, man muss Verzicht üben, zugunsten des Wohles aller. Und das ist nun mal massiv freiheitsbeschränkend. Ja, aber schauen Sie, das setzt schon unseren eher liberal getönten und vom Liberalismus geprägten Freiheitsbegriff voraus. Ja? Wonach Freiheit, die individuelle Freiheit, meine Verfügung über die Realisierung meiner eigenen Zwecke ist. Mhm. Wenn wir diese Vorstellung einmal abgeben, das ist ein wichtiges Gut. Ja? Darüber können wir vielleicht auch noch sprechen. Das ist ein sehr wichtiges Gut, diese Idee einer liberalen Freiheit, einer individuellen Freiheit. Aber dagegen muss man sich, glaube ich, und haben die Sozialisten sehr früh damit begonnen, dass es zunächst mal alltäglich andere Freiheitserfahrungen gibt,
die es verdienen, gewissermaßen institutionalisiert zu werden. Und das sind Freiheiten im Miteinander und in der Solidarität. Können wir da mal ein Beispiel haben? Ich meine, das Beispiel, mit dem Marx immer anhebt, und das hat er wahrscheinlich von seinem philosophischen Lehrer Hegel geerbt, ist das der Liebe. Ja? Der frühe Marx redet immer wieder in seinen Frühschriften über die Liebe als eine andere Form von Freiheit. Weil in der Liebe wir unsere Bedürfnisse, wir, die wir uns lieben, unsere Bedürfnisse nur im Miteinander überhaupt verwirklichen können. Und es sehr seltsam wäre, sich die Liebe als ein egoistisches Verhältnis zweier Subjekte vorzustellen. Ja? Ja. Und in der Liebe erfahre ich also, so stellt das Hegel schon ein bisschen idealisierend oder romantisierend dar, in der Liebe erfahre ich meine Entgrenzung als gleichzeitig die Verwirklichung des anderen. Eine geglückte Form der Liebe, eine geglückte Form der Freundschaft hat vielleicht auch etwas von diesem Schub der Erfahrung einer eigentümlichen und in unserer Tradition nicht häufig benannten Form von Freiheit. Ja? Mhm. Das Freiheit im Miteinander und im Füreinander. Und also insofern, glaube ich, gibt es in unserem Alltag Beispiele. Ich würde auch sagen, dass die demokratische Willensbildung, wie wir sie kennen, falsch beschrieben wird, wenn man sie als eine bloße Veranstaltung der Realisierung meiner eigenen Zwecke versteht. Was meinen Sie mit demokratischer Willensbildung? Das Zusammentreffen der Bürger und Bürgerinnen zum Zwecke der Herausarbeitung eines gemeinsamen Willens. Ja, das, was Hannah Arendt als den eigenen Zweck der demokratischen Öffentlichkeit versteht. Ja. Der Versuch, der schwierige, komplizierte Versuch, sich auf in Form von Debatten, Diskussionen, vielleicht auch Protesten zu einigen auf, idealerweise, einen gemeinsamen Willen. Die alte Idee der Demokratie, wie sie Rousseau schon entwickelt hat. Das zu beschreiben als eine Form der Realisierung privater Freiheit, ist, glaube ich, vollkommen irreführend. Mhm. Ja? Es gibt ganz viele Fragen, die ich habe. Bevor ich mit Ihnen über die Politik spreche, gehen wir noch einmal zurück zur Liebe. Ja. Sie haben das jetzt so beschrieben, dass Sie gesagt haben, es gibt in der Liebe eine Form von Freiheit, wie das eben Hegel schon darstellt und Marx aufnimmt, in denen sich zwei liebende Menschen einander so zuneigen, dass sie sich gemeinsam als frei erfahren. Freier als zuvor. Freier als zuvor sogar. Richtig. Würden nicht viele die Liebe so beschreiben, dass sie sagen würden, es sind zwei Individuen, beide sind frei und in der Liebe pocht man auf diese Freiheit nicht mehr? Man verliert vielleicht Freiheit, aber sie ist auch gar nicht mehr so wichtig? Ja, aber das beschreibt, ich glaube, das beschreibt nicht die eigentliche und tiefgreifende Erfahrung der Liebe, wie sie auch in Romanen oder in der Poesie beschrieben wird. Man gewinnt ja eine neue Form der Freiheit, eine gesteigerte Form der Freiheit. Ich mache plötzlich die Erfahrung, dass meine Wünsche im anderen Resonanz finden, im anderen Verwirklichung finden, sodass ich den anderen plötzlich nicht mehr als Grenze meiner Wünsche, die alltägliche Erfahrung vielleicht, ja, ich habe Wünsche und die stoßen auf Hindernisse im anderen, in allen anderen Menschen um uns herum. Ja. Ich lerne mich als ein privates Subjekt zu verstehen, das Zwecksetzungen, Ziele, Wünsche hat, die aber erstmal so verstanden werden, dass sie im anderen eine Grenze finden. Ich muss immer checken, gewissermaßen, ist der andere meinen eigenen Wünschen entgegengesetzt. Und die Liebe wie die Freundschaft, glaube ich, bilden Formen sozialer Erfahrungen, in denen das gerade nicht mehr der Fall ist, sondern in denen ich die befreiende Erfahrung mache, dass meine Wünsche im anderen sich gewissermaßen eine eigentätige Erfüllung finden. Und das ist etwas anderes, glaube ich, als die Vorstellung, da kommen zwei Subjekte zusammen, die je ihre individuelle Freiheit haben und die dann je für sich vielleicht in einer Beziehung realisieren. Nehmen wir mal an, Sie haben recht und Liebe ist so richtig beschrieben. Kann man das wirklich jetzt ausdehnen? Sie haben auf die Demokratie jetzt hingewiesen, auf ganze Gemeinschaften. Angesichts der Tatsache, nein. Weil wir haben dann vielleicht nicht mehr so viel, was wir teilen. Das ist natürlich ein schönes Bild, dass man in einer politischen Gemeinschaft auch sich auf gemeinsame Ziele verständigt. Aber sehr oft sehen wir, dass sehr unterschiedliche Interessen da sind. Nee, ich glaube sogar, man muss da ganz vorsichtig sein. Es gab immer einen Zug, gerade so in den romantischen Strömungen des Sozialismus, dieses Verständnis von Liebe,
sozial zu erweitern auf ganze Gruppen, Gemeinschaften, das haben sie auch im Anarchismus häufig, ja, bei Bakunin, in den anarchistischen Unterströmungen des Sozialismus, das halte ich für sehr problematisch, für falsch, weil einer der Erblasten des Sozialismus, einer der wirklichen Fehler, die er von Anfang an begeht, ist, sich die großen Differenzen zwischen den unterschiedlichen Lebenssphären unserer modernen Gesellschaften gar nicht hinreichend für Augen zu führen und sich nicht klarzumachen, dass sie jeweils eigensinnigen, ich will mal sagen, Gesetzmäßigkeiten oder Normen unterliegen. Ja? Und dann ist die Privatsphäre oder die Sphäre solcher Intimbeziehungen, wie sie Freundschaften und Liebe darstellen, etwas ganz anderes als etwa die politische Sphäre der gemeinsamen Willensbildung oder noch wieder etwas anderes als die ökonomische Sphäre. Interessanterweise aber lassen sich, glaube ich, wenn man recht tut, diese unterschiedlichen Sphären mithilfe desselben Modells von Freiheit beschreiben. Ja? Sie dürfen nur nicht so verstanden werden, dass sie alle als Liebesgemeinschaften beschrieben werden. Das wäre entsetzlich. Der frühe Hegel hat diesen Schritt manchmal getan. Auch Marx neigt manchmal dazu, an vielen Stellen, bevor er dann zum Ökonom wird, ja, und zum Kritik der politischen Ökonomen wird. Mein Hinweis auf die politische Willensbildung oder demokratische Willensbildung sollte meinen, hier findet in einer anderen Form eine ähnliche Gestalt von Freiheit ihren Ausdruck. Nämlich der, dass wir uns ergänzen. Ja, es ist ja so, dass irgendwie, John Dewey, der amerikanische Philosoph, hat das so wunderschön beschrieben, wenn wir unter Demokratie den Gang zur Wahlurne verstehen, dann ist es die Realisierung einer privaten Freiheit. Wenn wir aber darunter verstehen, dass wir wechselseitig einander zuhören und wechselseitig eigentlich uns in unseren Meinungen überprüfen wollen, um zu einem besseren Ergebnis in der Bestimmung des Gemeinwohls zu kommen, dann hat es vielmehr etwas von einem Füreinander. Und die demokratische Freiheit lässt sich dann eben nicht beschreiben als bloß die Realisierung dieses individuellen Aktes, sondern ist angewiesen auf Austausch, Füreinander, Miteinander. Und insofern stellt auch sie, denke ich, eine andere Form von Freiheit dar, als die zunächst mal die Liberalen vor Augen haben. Lassen Sie uns, um das vielleicht noch ein bisschen plastischer werden zu lassen, gerade mal die Seite wechseln und mal gucken, was sagen denn die Liberalen dazu? Weil sie ja tatsächlich versuchen, den Sozialismus auch als eine Gegenbewegung eben nicht zum Kapitalismus, sondern zum Liberalismus herauszuarbeiten. Oder sagen wir mal, ein Stiefkind des Liberalismus. Ich will die beiden Bewegungen gar nicht so weit auseinanderbringen. Ein Sozialismus, der nicht die liberale Lehre mit gelernt hat und sich nicht mehr auch als dem Liberalismus verpflichtet versteht, stellt eine problematische Idee dar. Da werden Sie schon fast sozialdemokratisch oder so, da kommen wir dann später noch drauf. Aber schauen wir uns den Liberalismus an. Wenn man so guckt, jetzt im politischen Denken oder in der politischen Philosophie im 20. Jahrhundert, war wahrscheinlich John Rawls der wichtigste politische Philosoph des Liberalismus, der den liberalen Gedanken weiterentwickelt hat. Und wir haben auf SRF Kultur gegenwärtig unter dem Titel Philosophics verschiedene Gedankenexperimenten von Philosophen, die man in animierten Kurzfilmen sich auch auf unserer Website anschauen kann. Und darunter ist auch das Gedankenexperiment von John Rawls, der Schleier des Nichtwissens. Lassen Sie uns das mal zusammen anschauen. Gut. Die reichsten Schweizer, nur 1% der Bevölkerung, besitzen knapp die Hälfte des Vermögens aller Schweizer zusammen. Die Chance, dass ein Akademikerkind eine Hochschule besucht, ist in der Schweiz 1,5 mal höher als die eines Nicht-Akademikerkindes. Frauen verdienen in der Schweiz für den gleichen Job im Schnitt 20% weniger als Männer. Ist das gerecht? Wie müsste eine Welt beschaffen sein, in der echte Gerechtigkeit herrscht? Stell dir vor, du kannst gemeinsam mit anderen festlegen, wie eine gerechte Gesellschaft auszusehen hat. Welche Güter verteilt ihr wie? Wer hat welche Rechte? Wer kriegt den Spitzenjob, den nur einer haben kann? Was ist ein gerechter Lohn? Ihr diskutiert und entwerft die gerechte Welt.
Damit eure Entscheide nicht parteiisch ausfallen und ihr nicht einen Staat zu euren Gunsten entwerft, wird euch ein Schleier des Nichtwissens umgebunden. Hinter dem Schleier wisst ihr nicht, werde ich in dieser Welt eine Frau sein oder ein Mann? Werde ich in einer wohlsituierten Akademikerfamilie aufwachsen? Oder als Kind einer mittellosen Migrantenfamilie? Lebe ich in der Stadt oder auf dem Land? Ohne oder mit Kindern? Bin ich sportlich oder eher nicht? Religiös oder atheistisch? Keine Ahnung. Ihr macht die Spielregeln, wisst aber nicht, an welcher Position ihr später spielen werdet. In diesem Urzustand werdet ihr euch auf wenige Prinzipien einigen, die eine gerechte Gesellschaft ausmachen. Das meint John Rawls, der Erfinder dieses Gedankenexperiments. Er glaubt, ihr entscheidet euch hinter dem Schleier des Nichtwissens für eine Gesellschaft, in der es den am schlechtesten Gestellten möglichst gut geht. Denn ihr könntet ja in dieser Position sein. Dieses sogenannte Differenzprinzip behauptet, selbst Ungleichheiten können gerecht sein. Nämlich dann, wenn sie denjenigen zugutekommen, die am wenigsten haben. Das heißt, der CEO einer Großbank darf sich ohne schlechtes Gewissen einen exorbitanten Lohn auszahlen. Wenn auch der Angestellte am Bankschalter mehr verdient. Gegen Ungleichheit kann man nichts sagen, solange alle davon profitieren. Stimmt das? Was ist gerecht? Ja, Herr Honneth, Gerechtigkeitstheorie von John Rawls. Hat die irgendwelche Defizite? Reicht das nicht? Zunächst mal muss ich sagen, das war wunderbar dargestellt. Ja? Und dieser Rawlsche Gedanke, über Gerechtigkeitsprinzipien derart nachzudenken, dass wir uns fragen, welche Prinzipien würden wir wählen, hätten wir einen solchen Schleier des Nichtwissens, ist ein genialer Gedanke, ja, der eine Übersetzung von bestimmten kantischen Ideen ist, denke ich. Ja, dieser Idee, dass wir neutral darüber befinden müssen, was gerecht ist. Für die er aber diese hinreißende Formel gefunden hat, die hier so schön mit dem tatsächlichen Schleier dann auch symbolisiert wird. Die hat Defizite, denke ich, auch wenn sich Rawls, das sollte man sich auch klar machen, gerade in seinen späten Schriften sehr sozialdemokratisch ein bisschen zu sozialistischen Gedanken angenähert hat. Auch hier ist ja ein sozialdemokratischer Funke durchaus enthalten. Ja? Das ist nicht der Marktliberalismus. Das ist sogar mehr als der politische Liberalismus, den wir kennen, ja? Der im Wesentlichen sich einsetzt für die Bedingungen politischer Freiheit, ja? Bürgerrechte und Ähnliches. Sondern wir haben es bei Rawls schon zu tun mit einem auch ums ökonomische besorgten Liberalismus, um ökonomische Gerechtigkeit besorgten Liberalismus. Das ist eine Neuartigkeit in der Geschichte des Liberalismus. Und man muss sich die Sonderstellung Rawls in dieser Hinsicht immer klar machen. Ja? Der ist, das wollen manche seiner Schüler und Schülerinnen vielleicht gar nicht so sehr wahrhaben, in dem Sinne schon ein sozialistischer Veteran im Feld des Liberalismus, sage ich mal. Ja? Sagen Sie jetzt. Ja, ja. Aber ich glaube, das kann man auch sehen. Und gerade wenn man übrigens die späten Schriften liest, in denen das immer deutlicher wird. Und er sich direkt auseinandersetzt irgendwie mit der Frage, welche Institutionen eigentlich in der ökonomischen Sphäre angebracht werden, sodass diese Gerechtigkeitseffekte auch erzeugt werden. Mhm. Ich glaube, es reicht deswegen nicht hin, weil es doch immer vom Einzelnen aus die Gerechtigkeit zu konzipieren versucht. Und daher nicht in den Blick kriegt, dass möglicherweise auch bestimmte Institutionen des Füreinanders und der Gemeinsamkeit ein wesentliches Anliegen sozialer Gerechtigkeit sein müsste. Ja? Zum Beispiel taucht die Familie immer in einer sozusagen ganz randständigen Funktion bei ihm auf. Ja? Überhaupt intime Beziehungen, Privatbeziehungen spielen deswegen keine Rolle, weil wir hinter diesem Schleier des Nichtwissens eben auch nicht wissen können, in welchen sozialen Institutionen wir wirklich uns dann frei fühlen. Ja? Mhm. Das können wir alles nicht wissen. Und insofern würde ich sagen, der Schleier des Nichtwissens ist viel zu stark gezogen. Ja? Wir wissen eigentlich zu wenig.
um tatsächlich darüber befinden zu können, was von heute aus gesehen unter unseren gegenwärtigen Bedingungen soziale Gerechtigkeit sein sollte, weil wir zu wenig an Erfahrung darüber haben, welche Institutionen und welche sozialen Sphären eigentlich in einem nicht individualistischen Sinn gerechtigkeitsproduzierend sind. Also Sie würden sagen, das Bild, was er hat, diese Menschen, die sich da den Schleier umbinden, die sind sozusagen zu nackt. Ja, die müssten auch als Beziehungswesen dargestellt sein. Zum Beispiel, ja. Was hätte das denn für Auswirkungen? Was würden Sie sagen, das Differenzprinzip wird hier ja dargestellt, also Ungleichheiten sind dann gerechtfertigt, wenn sie auch den Schlechtestgestellten helfen, wenn sie sie voranbringen. Was würden Sie denn sagen, was würde das verändern bezüglich des Differenzprinzips? Naja, man könnte zum Beispiel sagen, dass überhaupt keine Rolle bei Rawls die Frage spielt, welche Arten von Arbeiten wir wie organisieren. Ja? Mhm. Die Frage nach sinnvollen Arbeiten. Sind eigentlich alle Arbeiten gleichermaßen bestimmten Gruppen von Menschen zumutbar? Es spielt auch gar keine Rolle die Frage, welche Arten von Beziehungen wir heute wollen können. Ja? Das sind also Fragen, die aus dem Spektrum von Gerechtigkeitsfragen herausfallen müssen, glaube ich, weil erstens wir mit diesem Schleier des Nichtwissens einfach zu wenig über uns wissen. Mhm. Ja? Wir haben eben Bedürfnisse oder wir haben inzwischen kulturell entwickelte Bedürfnisse. Auch von denen haben wir da wenig Ahnung hinter diesem Schleier des Nichtwissens. Zudem stellen sich unsere bestimmte Fragen gar nicht, die eher so den Bereich des sozialen Umgangs untereinander berühren, weil wir die Frage hinter diesem Schleier des Nichtwissens so stellen, dass wir uns immer fragen, wie würde ich als dieses neutrale Wesen mich am besten stellen? Mhm. Und dann komme ich natürlich darauf zu sagen, und das ist, wie gesagt, keine falsche Idee, ich stelle mich dann gut, wenn ich weiß, dass die erlaubte Ungleichheit mir auch noch in einer schlechten Situation zugutekommt. Genau. Das ist im Grunde genommen, darüber gibt es eine riesige Diskussion natürlich, wie Sie sich vorstellen können oder wie wir wissen. Das enthält mir übrigens schon ein bestimmtes Bild des Marktes, wie man sich sehr deutlich macht, auch hier sehr schön dargestellt wurde. Es besagt nämlich, dass Anreize, nämlich ökonomische Anreize, zum Beispiel Managergehälter, in einer bestimmten Höhe dann gerechtfertigt sind, wenn sie den Schlechtestgestellten zugutekommen. So wird das ja auch extrem oft verteidigt, ja, genau, oder? Dass man sagt, genau, eine Firma braucht halt den besten Manager und den kriegt man nur, wenn man... Richtig. Und richtig, dann wird sozusagen für alle mehr dabei rauskommen, wenn man den allerbesten holt mit dem allertollsten Gehalt. Ja. Aber da das sehen glauben sie nicht? Glauben Sie das empirisch nicht oder finden Sie das einfach... Nein, erstens glaube ich das empirisch nicht unbedingt. Leute sind auch anders motiviert. Mhm. Ja, gerade interessante, komplizierte Arbeiten zu übernehmen, nicht nur durch Geldanreize, sondern möglicherweise auch durch die Atmosphäre im Betrieb, ja, durch bestimmte soziale Voraussetzungen in ihrem Unternehmen, möglicherweise im Übrigen auch durch die Orte, an die sie kommen. Ja. Also die Vorstellung, dass das alles über ökonomische Anreize funktioniert, halte ich schon für die Fixierung auf eine bestimmte Bild des kapitalistischen Marktes. Und das hat der Rawls am Ende auch selber gesehen, glaube ich. Und mit anderen Worten, die Form der Institution, auf die hier der ganze Blick gerichtet wird, die selber wird nicht hinterfragt. Welche Art von Markt, ob man auch andere Märkte, ob man die Märkte anders etablieren kann, wo man überhaupt Märkte zulassen möchte. All diese riesigen Fragen, die sich mit Bezug auf die Marktwirtschaft oder die kapitalistische Marktwirtschaft stellen, werden irgendwie ausgeblendet. Ja, weil es kein Sensorium hinter diesem Schleier des Nichtwissens dafür gibt, welche Formen eigentlich Institutionen besitzen sollen. Wenn wir zurückgehen zu Ihrem Vorschlag, dann kriege ich immer ein bisschen den Eindruck, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dass Sie sagen, der Manager, der ist ja auch motiviert, vielleicht durch ein gutes Arbeitsklima. Kann motiviert sein dadurch. Aber auch wenn man Ihr Buch liest, kriege ich ein bisschen den Eindruck, Sie zeichnen die Menschen vielleicht besser, als sie sind. Und dann frage ich mich, ist es nicht so, dass man lange Zeit den Eindruck hatte, eigentlich ist der Sozialismus etwas für Schwache und der Liberalismus ist etwas für die Starken? Und Sie zeichnen es gerade umgekehrt. Eigentlich müssen wir ganz schön stark sein und auch, sagen wir mal, sehr gute Menschen, um sozialistisch agieren zu können. Und eher der Liberalismus ist etwas für Schwache. Ist das so? Ich hoffe nicht. Also was ich nicht hoffe ist,
dass ich von einer von einem zu optimistischen Menschenbild ausgehe. Ja? Das wird ja häufig vielleicht dem Sozialismus vorgeworfen. Vielleicht meinte das auch Churchill in seiner polemischen Bemerkung über den 40-Jährigen, der Verstand genug hat, um nicht mehr Sozialist zu sein. Nein, ich glaube nicht, man muss von einer guten Natur des Menschen ausgehen. Auf jeden Fall hoffe ich nicht, dass der Sozialismus darauf angewiesen ist, weil ich nicht weiß, ob es sich so verhält. Ja? Das heißt, im Hinblick auf die Frage, ob wir nun von Natur aus gut oder schlecht sind, habe ich keine Antwort bereit, können wir gar keine bereit haben, glaube ich. Wir müssen uns nur deutlich der Erfahrung aussetzen, dass sich die Bereitschaften zur Solidarität mit historischen Erfahrungen auch ständig ändern. Ja? Dass das keine fixe Größe ist. Im Augenblick sind wir sehr daran gewöhnt, glaube ich, anzunehmen, die Menschen seien private Egoisten. Das hängt natürlich auch mit unserer gegenwärtigen Kultur zusammen sehr stark, die das fördert oder gefördert hat. Vielleicht findet ja ein Umdenken statt. Man muss sich nur klar machen, das geschieht ganz leicht, wenn man so einfach sich Wirtschaftsgeschichten oder soziale Geschichten anschaut, dass das etwa in den 50er und 60er Jahren ganz anders war. Ja? Da waren auch die Reichen, sage ich mal jetzt ein bisschen abkürzend, ja, viel stärker von sozialen Impulsen bewegt. Und die Bereitschaft zu teilen und damit solidarische Grundgefühle und Affekte waren viel weiter vertreten und entwickelt. Ich glaube nicht, dass es eine fixe Natur gibt. Mhm. Ich glaube, dass diese Natur enorm abhängig ist von historischen Zeitumständen, von kulturellen Bildern, auch von den Institutionen, in denen wir geprägt sind. Und da lässt sich eben leicht die Beobachtung machen, dass die Bereitschaft, hohe Steuern zu zahlen, etwa in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, enorm hoch war. Ja? Jetzt sagen Sie aber selber auch, Gemeinschaft kann und darf man nicht verordnen. Gemeinschaft muss sich ergeben. Also Solidarität können wir nicht von oben auf oktroyieren, sonst sind wir tatsächlich wieder im Kommunismus. Wie soll die sich denn ergeben? Wie kann man das vielleicht doch fördern oder anschubsen? Heute spricht man von den Nudges, liberaler Paternalismus. Ja. Wie kann man denn die Leute dahin schubsen, dass sie wieder solidarischer werden? Ich glaube, der Sozialismus hat als eine der großen Aufgaben, überhaupt wieder eine Wahrnehmung zu schaffen für den Wert dieser sozialen Freiheiten. Ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe, weil unsere Kultur heute so beschaffen ist, dass sie eher die ausblendet. Und selbst damit beginnt, bestimmte Institutionen sozialer Freiheit im Sinne nur noch der privat-egoistischen Freiheit zu deuten. Ja? Familie, Freundschaften, aber auch der Markt. Man muss sich ja klar machen, der Markt wurde innerhalb der sozialen, das, was man mal soziale Marktwirtschaft nannte, eine sozialdemokratische Idee, viel stärker als eine Institution der Koordinierung von Interessen verstanden, aber nicht des Anreizes von egoistischen Motiven. Das heißt, selbst das Bild des Marktes wandelt sich immer mit der Zeit. Und ich glaube, der Sozialismus oder eine der Aufgaben des Sozialismus im Augenblick, wo ja keine großen Bereitschaften da sind, ja, für eine sozialistische Zukunft zu kämpfen, ist es, ein Sensorium zu schaffen für die Ideen sozialer Freiheit, die den Sozialismus eigentlich immer die Schubkraft gegeben haben und ihn im Übrigen zu einer Freiheitsbewegung, das haben Sie vorhin ja schon gesagt, gemacht haben und gerade nicht zu einer Bewegung nur der Gleichheit. Ich glaube, es ist ein Grundmissverständnis zu sagen, der Sozialismus kämpft einfach mit allen Mitteln für die Durchsetzung von Gleichheit. Ich glaube, er kämpft für soziale Freiheiten. Die Kernerfahrung war die der Kooperation. Mhm. Ja, das machte die Ursprungserfahrung aus. Oder die Liebe bei Marx, aber früher auch die Kooperation. Das freiwillige Miteinanderarbeiten der etwa der Handwerker. Gemeinschaft. Ja. Das waren so ideale Vorbilder. Und dafür wieder ein Sensorium zu schaffen, scheint mir ein Grundanliegen, gerade in unseren gegenwärtigen Zeiten. Mich interessiert oder hat immer interessiert auch Ihr Interesse für Bob Dylan. Sie haben Bob Dylan immer geschätzt. Sie haben sogar 2006 einen Kongress organisiert über Bob Dylan und Philosophie.
Und Bob Dylan steht für Sie, wenn man Ihren Aufsatz in diesem Band liest, eigentlich genau für diese Idee, dass der Mensch immer unterschiedliche Formen von Freiheit in sich hat, unterschiedliche Momente. Er hat einerseits dieses Freiheitspathos, ich möchte mich gerne verwirklichen, richtig, und andererseits dieses Gefühl von, ich möchte mich auch verlieben, ich möchte mich sorgen, ich möchte mich fallen lassen und eben in dieser sozialen Freiheit mich aufgehoben fühlen. Und Sie sagen, in einem Lied von Bob Dylan kommt das besonders vor, nämlich in It's Not Dark Yet. Ja. Yeah. It's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. Sehr traurig auch. Ich meine, es ist so ein Alterslied. Ein sehr schönes Lied. Sie haben gerade gesagt, ein Alterslied. Ja, ich meine, die zentrale Strophe, ich verstehe das immer so, dass es auch ein Abschiedslied ist. Ja? Mhm. Es ist das Lied eines alternden Mannes. Er wird in diesem Jahr, glaube ich, 75. Und der noch mal so Revue passieren lässt, was eigentlich, wovon man eigentlich sich so ganz allmählich zu verabschieden beginnt. Und tatsächlich bin ich der Überzeugung, andere mögen Dylan anders verstehen. Sie wissen, dass es da Millionen von Deutern gibt, ja, und Anhängern, dass er immer austrägt die Komplexität unserer unterschiedlichen Freiheitsvorstellung und auch die schwere Versöhnbarkeit. Ja. Sie haben das schon erwähnt. Es gibt natürlich diese auch faszinierende Idee der Freiheit als Befreiung von etwas. Ja? Ich lasse alles hinter mir, mein Elternhaus, ja? Die Bindung an dieses Dorf, an diese Stadt und setze mich frei. Das ist sicherlich ein bewunderungswürdiges, ehrenwertes Freiheitsmotiv, glaube ich. Und wir dürfen uns auch eine Kultur der Zukunft, eine Freiheitskultur der Zukunft nicht ohne dieses Motiv vorstellen. Das heißt auch, in einer anderen Gesellschaftsform, wenn man da überhaupt so abstrakt von reden möchte, bedarf es immer dieser Freiräume, die das erlauben. Und ich glaube, die Institution, die diese Art von Freiheit erlaubt, ist, glaube ich, das Recht, das individuelle Recht, das uns zukommt, uns von Bindungen zu lösen und tatsächlich unsere eigenen Wege einzuschlagen, ohne dass uns jemand fragt, warum. Mhm. Dem steht aber gegenüber... Das ist eigentlich die liberale Freiheit. Das wieder. Ist die... Es ist ja eine Facette der liberalen Freiheit. Die andere ist sehr stark mit dem Markt verwoben und ist vielleicht anders zu verstehen. Ja? Sicherlich, ein Impuls der liberalen Freiheit. Dir muss gesichert sein, dass du von Bindungen, Zumutungen und Verpflichtungen, die in deinem Umfeld bestehen, dich freisetzen kannst. Das ist sicherlich bewahrenswert, auch vom Liberalismus. Dem steht gegenüber in den Liedern von Dylan, über den wir gerade sprechen, immer diese ganz andere Freiheitsvorstellung, die eher so in den USA zum Beispiel kommunitären Charakter hat. Ja? Ich bin frei eigentlich erst in der Gemeinschaft, sich wechselseitig bei der Verwirklichung helfender Mitglieder oder Subjekte. Ja, dafür gibt es fantastische Bilder in der amerikanischen Tradition, ja? Wie die Dorfgemeinschaft sich gemeinsam verwirklicht und das von jedem als Freiheit erfahren wird, als Zuwachs erfahren wird. Und trotzdem sagen Sie, es hat eigentlich in Amerika keine wirkliche sozialistische Tradition. Das ist, ich meine, darüber könnte man lange reden. Die USA ist irgendwie in der Hinsicht ein wirklich interessante Kultur, ja? Weil sie zwei sehr entgegengesetzte Freiheitsvorstellungen in ihrer Tradition immer schon besessen hat. Diese sehr individualistische, über die wir gerade gesprochen haben, ja, die auch stark sicherlich mit der Entstehungsgeschichte der USA zusammenhängen. Und die kommunitäre, die viel stärker intersubjektive, ja, die etwa in dem von mir hochgeschätzten, auch am Anfang zitierten Walt Whitman immer gefeiert wird, ja, wo Freiheit Gemeinschaft ist. Ja. Und ich glaube, der Dylan trägt diese unterschiedlichen Freiheitskomponenten in seinen Liedern häufig so aus, dass er uns erfahren lässt, wie schwer sie vereinbar sind
Und dass wir aber an allen eine gewisse Bindung haben. Ja? Wir sind in der Hinsicht falsch verstanden, wenn wir uns nur in einer Hinsicht als frei oder nur an eine Freiheitsvorstellung gebunden verstehen. Mhm. Der Sozialismus lenkt eben die Aufmerksamkeit stärker auf diese soziale Form der Freiheit. Mhm. Kommen wir zum Schluss noch mal auf Ihr Buch zurück. Sie betonen ja sehr, dass Sie kein politisches Programm vorlegen und dass Sie selber nicht einmal ganz sicher sind, ob sich der Sozialismus wieder realisieren lässt, sondern es ist eine Art ein Plädoyer für ein Experiment, ein Ausprobieren der Idee des Sozialismus, schauen, was könnte man daraus nehmen, um es heute wieder als Flamme irgendwo zu entzünden. Wenn Sie jetzt aber Politiker wären, Herr Honneth, was würden Sie aus dem Buch rauspicken und sagen, das würde ich als Erstes jetzt mal ändern wollen oder das würde ich gerne als Idee wirklich ausprobieren wollen? Also ich glaube, das Feld, an das man zuallererst dran muss, ist tatsächlich die Wirtschaft. Und ich würde ehrlich gesagt, wenn ich Kulturpolitiker wäre oder Wissenschaftspolitiker, würde ich als Erstes gehen an die Renovierung unserer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten. Das heißt, ich würde dafür Sorge tragen, dass die Wirtschaftswissenschaft anders gelehrt und wieder viel stärker historisch sich orientiert, dass die Prämissen, die dort für selbstverständlich gehalten werden, es sind alles Prämissen des freien Marktes, erstmal in ihrer Bedeutung wieder reflektiert werden, dass auch dort nachgedacht wird über mögliche Alternativen zu unserer gegenwärtigen Wirtschaft. Also mit anderen Worten, ich würde an der Ausbildung einsetzen und mich fragen, ob nicht ein Baustein des Umstands, dass wir so fixiert sind auf genau diese Gestalt des kapitalistischen Marktes, nicht zu finden ist in dem Zustand unserer Wirtschaftswissenschaften. Das werden die Kollegen mir wahrscheinlich übernehmen oder Kollegen der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, obwohl die Klagen selbst dort lauter werden. Ja? Von denen, die in der Ausbildung sind und von denen, die dort lehren. Das ist eine so vereinseitigte und ihres eigenen sozialen Orts nicht mehr bewusste Wissenschaft, dass ich dort beginnen würde. Und dann natürlich würde ich zurückkehren zu den Experimenten, mit denen im Sozialismus immer schon operiert worden ist. Natürlich sollte man sich Gedanken machen über stärkere Formen der Mitbestimmung. Ja? Man sollte darüber sich Gedanken machen, wie die krassen Unterschiede von Arm und Reich durch Umbauten im Wirtschaftssystem verändert werden können, wie negative Effekte des Wirtschaftssystems auf unsere Umwelt verhindert werden können und so weiter. Also da liegt der Brennpunkt. Ein breiter Brennpunkt, ja, Herr Honneth. Ja. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Honneth. Ich bedanke mich. Und auch Ihnen danke ich fürs Interesse. Nächste Woche unterzieht mein Kollege Stefan Klapproth die Idee des Sozialismus einem Praxistest. Er spricht mit Griechenlands ehemaligem Finanzminister Yannis Varoufakis, der mit Marx im Gepäck die Mächtigen der EU von ihrem Spardiktat abbringen wollte. Und jetzt gleich zeigen wir Ihnen in der Sternstunde Kunst ein Filmporträt über Alberto Giacometti, der wie kein anderer aus pickelhartem Eisen eine zarte Welt des Filigranen schuf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.